Damen und Herren, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, das hat es hier in Tuttlingen schon lange nicht mehr gegeben. Ich bin gerade angesprochen worden vom DGB. Vor 29 Jahren gab es hier eine große Demonstration gegen rechts. Heute ist, glaube ich, eine Breite und eine Vielzahl hier in der Stadt unterwegs, die es so in der Form noch nie gab. Ich grüße zuallererst mal die, die noch nie auf einer Demonstration waren. Das sind viele an der Zahl. Ein herzliches Willkommen. Ich grüße die ganze Bürgerschaft hier in der Breite, alle Fraktionen des Gemeinderats. Ich glaube, wir sind fast vollzählig, sind heute hier auf dem Marktplatz versammelt. Es freut mich sehr, dass die gewählten Vertreter der Bürgerschaft heute hier Farbe bekennen. Ich grüße Sie nicht zur Gegendemonstration, sondern ich grüße Sie zu einer Kundgebung für Weltoffenheit und Solidarität. Bravo! Bravo! Ein herzliches Dankeschön gilt auch den Sicherheitskräften, die aus dem ganzen Bundesgebiet da sind. Sie ermöglichen, dass wir das Demonstrationsrecht hier in Deutschland wahrnehmen können und die Demonstration beschützen, uns, unser Recht, unser Grundrecht überhaupt erst ermöglichen. Ein herzliches Dankeschön an euch, die ihr alle da seid. Es gab Zeiten, liebe Mitbürger, liebe Mitbürger, da war die Stadt in einem zweifelhaften Ruf. Die NPD war im Gemeinderat, sie war hier vertreten, sie war hier stark, die Zeiten sind vorbei. Und wir hoffen alle, es bleibt so. Und wir demonstrieren heute Sie mit Ihrem guten Namen, mit Ihrem Gesicht, geben Sie heute der Weltoffenheit unserer Stadt ein Gesicht gegen Angst, für Toleranz, gegen die Ausgrenzung, für Nächstenliebe und gegen Hass. Das ist ein gutes Symbol heute am Sonntag hier auf dem Place de Draguignan. Wir haben... Die politische Lage hat sich verändert, die letzten zwei Jahre, wohl wahr. Wir haben Flüchtlinge in großer Zahl hier im Land, über 1 Million. 500 sind sie Tuttlingen. Eine große Herausforderung für die Politik, für die Gesellschaft, für die Verwaltung, für die Bürgergesellschaft, wohl wahr. Das ist nicht einfach so zu machen. Und auf schwierige Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Das muss uns allen klar sein. Und diese große Herausforderung werden wir nur dann schaffen, wenn wir nicht die Angst schüren der Menschen, sondern mit Zuversicht und mit Bürgersinn dagegen stehen. Und nicht denen das Feld überlassen, das Kapital überlassen, die quasi mit Angst rechtspopulistische Tendenzen hier befördern, wie wir es in Europa leider beklagen. Zunehmend wird unter dem Deckmantel der besorgten Bürger und der Deckmantel der besorgten Bürger wird unverhohlener Rassismus deutlich. Die einen fordern sogar den Schießbefehl an den Grenzen. Die anderen hetzen gegen Nationalspieler, nur weil sie andersfarbige Hautfarbe haben. Und heute Abend schreien sie und freuen sich, wenn gerade diese die Tore schießen. Und wollen sie nicht den Nachbarn haben. Unter diesem Vorwand wird Hass und Zwietracht gesät. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, der Bürgergesellschaft Lösungen miteinander zu erarbeiten. Wir versuchen das auf unserer Ebene mit Sprachkursen, mit Wohnungsangeboten und mit Arbeitsangeboten. Es ist unsere Aufgabe, mitzuarbeiten, Flüchtlinge, die aus einer Notlage hier bei uns sind, und Asylbewerber in unser Wertesystem hier in Deutschland zu integrieren. Und diese Aufgabe braucht Zeit, Mut und Kraft und nicht Angst. Wir brauchen also Menschen, die sich auch für Fremde engagieren und ihnen bei ihrem schweren Weg helfen, hier eine neue Heimat zu finden. Und wir hier in der Stadt sind gut aufgestellt. Wir haben vor Jahren einen Integrationsbeirat gegründet. Wir haben vor Pfingsten erst jüngst eine Allianz für Weltoffenheit und Toleranz gegründet. Alle gesellschaftlichen Gruppen wirken in der Stadt zusammen
um genau dieses Ziel zu erreichen. Und da lassen wir uns nicht von ein paar wenigen im Schwarzwald-Barkreis sozusagen sagen, wo es lang geht. Und ich hoffe, dass nachher auf dem Marktplatz eigentlich das Herz unserer Stadt sich nur ein paar wenige verlieren werden. Und dann merken, dass sie hier keinen zweiten Spaziergang organisieren müssen. Das sollen sie anderswo machen, nicht hier in unserer Stadt. Lassen Sie uns also gemeinsam mit Ihrem persönlichen Engagement, mit Empathie und auch mit Optimismus diesen rechten Tendenzen entgegentreten. Deshalb geben wir heute ein Bekenntnis ab, Sie geben es ab durch Ihre Anwesenheit. Wir bleiben international, wir bleiben weltoffen und Tuttlingen bleibt tolerant. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können auch in Zukunft darauf vertrauen, dass wir, die wir in der Stadt politische Verantwortung tragen, jede Gelegenheit nutzen werden, um diesen widerlichen Tendenzen entgegenzutreten und dafür einzutreten, wofür wir hier sind und gewählt sind, für das Wohl unserer Bürgerschaft, für die Internationalität, für die über 100 Nationen, die wir in der Stadt beheimaten. Und so soll es auch in Zukunft bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, für Ihre deutlichen und klaren Worte.